Gehen wir da direkt rein? Weil ich will nicht vorlaufen, weil du hast einen Stecker, den Angreifer, weiß ich. Meine Erbfolge ist voll im Griff. Also das ist voll fein. Aber ja, weil du Glück hast, dass es alles Töchter sind. Nee, weil ich enterbt habe und so. Aber wirklich die Hälfte meiner Kinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder hat er geklaut. Schiffchen nach Paris, ne? Aufnahme gestartet. Ja, komm mal da oben da an dem Flüsschen ran, dann verlierst du, glaube ich, nicht so viele Truppen, wenn du da reinläufst. Genau. Das wäre super. Ich glaube, sonst sehen wir hier heute kein Land mehr. Weil die KI lässt mich, also alle meine Verbündeten haben mich hier ein bisschen hängen lassen. Worum geht's denn? Hast du den Königstitel zufällig? Ja, ja. Er kriegt den Königstitel. Genau, es geht um den Königstitel, aber irgendwie, ich habe 12.000 Verbündetenstärke gehabt, aber nur 2.000 haben mir geholfen, so auf die Art. Das ist ein bisschen bitter. Früher konntest du dich nur auf die KI verlassen, die ist immer gekommen, wenn du die gefordert hast. Dankeschön, Tobi, für die 10 Monate. Ja, das stimmt. Danke, danke. Ich glaube, das haben sie ein bisschen gebalanced. Ja. Warte, Pia? Jörg hast du noch gemutet, ja, genau. Ich bin da. Ja, dann. Jawohl. Let's go. Also, übrigens, mit dem Glaubensoberhaupt ist doch realistisch. Ich habe gar kein direktes Bündnis mit denen. Das ist nur mein Sohn. Also ich weiß halt echt nicht, ob wir Denzel da jetzt helfen lassen sollten. Ich weiß, das mich interessiert Frankreich. Also, ja, also Frankreich mich interessiert Frankreich halt nicht. Ja, aber ich will nicht, dass Sepp das bekommt. Moment, Coppelius ist nicht am Rechner? Ah. Nur eine Pause. Also jetzt gönnst du uns nicht mal das kleine Frankreich da im Norden, oder was? Das kleine Frankreich. Halt, Frankreich ist halt jetzt gerade schwach, weil es viel geprügelt wurde, aber ich glaube nicht, dass wir das. Es hat trotzdem nur 4000 Truppen. Also selbst dass der König stark war, hatten die nur 4000 Truppen. Ja, Frankreich ist nicht stark. Leute, läuft das Spiel? Nee, weil Coppelius noch nicht wieder da ist. Ach so, okay. Ich dachte, ich wäre rausgeflogen. Eine begründete Paranoia heute. Hallo, Wigpo. Naja, gut. Naja. Das ist halt die Frage, es kann uns... Du denn gerne machen, Steinwallen? Naja, wir könnten die Sache mit dem Glaubensoberhaupt, das könnten wir schon hinkriegen. Das könnten wir auch theoretisch... Aber wir haben ja nichts davon. Wir haben uns ja geeinigt, dass wir Glaubenskriege nicht benutzen. Aber es ist halt nice to have. Das stimmt, das stimmt. Es ist eigentlich auch schade, dass wir das nicht haben und sie schon. Es ist so, warte mal. Wenn wir, ich glaube, wir haben auch was davon. Ich muss bloß mal gucken. Gesundheit. Dankeschön. Gesundheit. Das ist einfach nur noch RIP, ey. Ja, nee, stimmt, wir haben nicht viel davon. Eigentlich haben wir nur nichts davon, nee. Wir können nur... War einen coolen Auftrag. Ja. Wäre natürlich richtig perfide, wenn am Ende... Frankreich uns vielleicht noch im letzten Krieg aufrollt. Habt ihr wenigstens eine Herausforderung, die habt ihr nämlich aktuell nicht so. Das haben wir uns erarbeitet. Das ist richtig. Falls ich das hier überhaupt gewinne. Aktuell sieht das nämlich immer noch scheiße aus. Während wir hier so noch warten. Mit dem Denzel. Jawohl. Was hast du... ich würde dir einen de jure Gebietstausch vorschlagen. Und zwar ist es so, dass ich besitze 2 Grafschaften in deinem de jure Königreich. Nämlich die beiden da unten. Ganz im Süden. Lass mal schauen, welche sind das? Ah ja, Silb, ne? Genau. Mhm. Und das daneben. Mhm. Allerdings besitzt 4 in meinem, also da muss man jetzt nicht alle 4 geben. Aber welche sind es denn? Ah, du hast das Malikat Al-Andalus, ne? Mhm. Genau. Das ist ich habe gerade jemanden, der kam in meinen Stream mit den Worten,
Komm jetzt erst jetzt rein. Welche Fraktion ist Chuyoka und wie ist der Plan, um Maurice zu besiegen? Oh, wir können alle Maurice jetzt noch hintergehen. Was? Also Rechenschaft. Pia, also, es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit. Nein. Er hat alle deine Kinder gut. und Frauen getötet. Ja. Das glaube ich nicht. Kein Scheiß. Ja, wer denn sonst? Ich sag mal, würde es in die Feindseligkeitsphase gehen und könnte noch jemand gewinnen, dann könnte man ja vielleicht darüber reden. Das stimmt, aber wird's ja nicht, weil wir in die Aussöhnung gehen. Das ist das Absurde. Bei allem, was wir getan haben. Ja, sei das Coupelius die ganze Zeit redet. Team. Nein. Ja, es ist nur weil da. Aber du bist jetzt wieder da, ne? Das heißt, aber du bist wieder da, das war auch relevant. Wir haben auf dich gewartet. Jawohl, dann machen wir weiter. Die Frage ist, wie wir diesen De Jure-Tausch durchziehen. Man könnte es so machen, dass ich dir den Krieg erkläre. Das ist doof mit dem Bündnis. Ja, das ist auch doof. Man das stimmt. Man müsste die dann freilassen. Und dann. Aber man kann sie unabhängig machen, ne? Genau. Und dann. Führe ich einen Krieg gegen die und du gegen meine. Wobei ich die vier tatsächlich nicht alle hergeben wollen würde, muss ich sagen. Ja. Also gerade Toledo. Das habe ich ja mehr mühsam hier von dem Schurken da oben geholt. Von dem Schurken da oben. Wir sind übrigens auf Geschwindigkeit 1. Oh, das mache ich wieder auf 2. Ja, also wie könnte man es durchziehen? Du könntest diesen Scheich Muayyid, den könnte ich unabhängig machen, ja. Und dann noch einen. Das Problem ist, dass das andere Besitz, der Besitz zwei Grafschaften, das funktioniert nicht. Du könntest Uklisch einem lokalen Adligen übergeben und den dann auch freilassen. So würde es gehen. Das wäre insofern dann eine Landverbindung zu meinem anderen Gebiet. Ja, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ja, das finde ich gut. Und dann machst du die beiden da unten links unabhängig. Genau, das ist ein Emirat, ja. Der Muhammad. Also das ist auch eins, den du selber hast, ne? Der Silb. Ach so, ja gut. Das würde ich dem das, quasi... Dann musst du auch einem, also wir machen genau das Gleiche. Einer wird unabhängig und ein anderer geht halt so ein lokaler Typ und dann machen wir die auch unabhängig. Ja, oder für dich ist es einfacher, wenn ich das dem Emir übergebe. Der wird zwar ein bisschen stärker dadurch, aber du brauchst dann nur einen Krieg führen. Das ist vielleicht besser. Ah ja. Noch besser, ja, stimmt. Überlegen. Ich gebe das dann auch dem gleichen Schiff, dem Scheich Muhayyid. Die Landungsschiffe sind da. Ey, mach den einfach weg. Ich muss kurz warten, weil die gerade gelandet sind. Ah ja, oh, du bist aber auch ein smarter Typ. Ja, aber trotzdem... Ah, shit. Dann machen wir das jetzt, Steinwallen. Ich mach den unabhängig und du machst... Also willst du, dass ich dem das andere gebe? Genau. Okay. Dann mache ich das. Und bekomme ja richtig schön Geld. Dankeschön, Between the Oceans, für die 22 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Das war Stress, aber egal. Dankeschön. Okay, er ist jetzt unabhängig. Jawohl. Dann mache ich meinen. Der Scheich Muayyid von Ukalisch. Und genau, das ist korrekt. Ah, dadam. Unabhängigkeit gewähren. Dankeschön. So. Diese armen Vasallen, die freuen sich jetzt gerade. Nice. Jetzt fällt mir erst auf, dass es ein 9-jähriges Kind ist, Steinwallen. Ja und? Aber nun ist es so, ne? Ja, das und? Ist jetzt halt auch. Hä, wieso? Ist halt hart, ne? Aber. Wie erhole ich das denn jetzt? Warte mal kurz, ich bin jetzt nicht der richtige Kriegsgrund. Mann, jetzt habe ich da für den fast den Krieg gewonnen. Benzel, du kannst einfach zwei Grafschaften mit deinen zwei Truppen einnehmen und dann sind wir, glaube ich, bald durch. Vielleicht reicht Paris auch. Also Paris haben wir schon. Ah, stimmt. Er kriegt das allein nicht gebacken. Also da bin ich jetzt echt gespannt, Leute. Wenn Frankreich uns jetzt noch richtig fickt, dann werde ich sagen, ich habe euch gewarnt. Teil ich werde so richtig auf, nervig Denzel. Sein. Ja. Ja, was sollen die denn machen mit Frankreich? Das sind doch Lappen, die Franzosen. Die können doch kennen ich nur einen nicht, Gang und aber ist der Rückwärtsgang. Ich kenne Sepp, er ist ein Halunke ersten Grades. Ich hätte ja, ihm Alter, Königreich. Mein Spiel ist die ganze Zeit einfach Kacke, ja? Und dann kommst du jetzt hier und laberst blöd von der Seite, dass ich hier der Oberbösewicht werde. Nur weil ich ein zerrottetes Frankreich übernehmen werde. Die haben mit drei Leuten Krieg. Frankreich ist einfach am Arsch.
Das ist schon der achte Führer, den die haben, weil du alle weggeschnitzelt hast. Ich habe einen getötet. Ja, das war dein Scheiß. So schaut's nämlich aus. Ja. Ich finde es schön, wie sich hier jetzt langsam wieder alles normalisiert. In gewohnte Bahnen lenkt. Ja, es gibt gewisse Dinge, auf die kann man beim Ränkespiel zählen. Ist doch auch schön. Wie nach Hause kommen. Mein Typ, der da... Denzel, du kannst ruhig die Truppen aufteilen. Dann kannst du direkt zwei gleichzeitig übernehmen. Aber ich hab nur einmal und Naga, das macht nicht so viel. Ah, okay. Ich verstehe. True. Dauert das zu lange, ne? Oh, die Polen kommen! Die Polen kommen! Nach einer Stunde! Ich glaub's nicht! Haben sie sich doch noch an ihre Bündnisse erinnert? Alter. Das haben erst Deutschland geholfen, dann irgendwelche Aufstände niedergerungen und jetzt sind sie da. Ach, ich bin gespannt. Hat aber auch mit jedem Krieg hat der doofe Franzose. Also Maurice, der komische den unabhängig gemacht hast, der hat direkt jetzt schon mal 4000 Männer. Ja, deiner auch, der hat 2000 Söldner angeheuert. Das ist ein bisschen sonderbar. Die Polen sind echt aber wild, das, ey. Aber die kriegen wir schon klein. Mein König hat 29 Befehlshaber. Einfach die KI die ganze Zeit ihre Truppen hier wastet. Oh, ich will die Schlacht jetzt hier. Kann mich nicht mit Leuten anfreunden, weil ich gefühllos bin. Das ist auch irgendwie ein trauriges Los. Also ich kriege dann Anspannung, wenn ich mich anfreunde. Ich habe jetzt schon 12 Kinder, meine Herren. Das ist viel. So viele? Alter, 12? 49 Monate. Ja, ihr habt ja auch 4 Frauen, ne? Dankeschön, dankeschön. Ja. Gerade ist eins schon wieder gestorben. Ich habe auch so viele Söhne, dass ich gar nicht mehr versuche, da irgendeine Erbfolge zu retten. Das wird eh eine Katastrophe, wenn dieses Reich zerfällt. Ich habe alles im Griff mit meiner Erbfolge. Okay. Ich habe 8 Kinder, jetzt kommt mein 9. Aber ich habe nur 2 Söhne, die erben dürfen. Ich habe alles im Griff. Eieiei. Oh, wir haben es bald. Aber. Ich darf neu erleben darf. Hat ja auch noch den Krieg verloren, ich raste aus. Wird Frankreich gerade noch geschwächt, bevor das dir greift? Ja, ja, Frankreich zerfällt sowieso, nachdem halt irgendwie der 8. sündige Typ ist, der eigentlich gar nicht mehr zur Familie hört. War schon witzig. Hallo Mopsi. Ich mach gerade ein Freundschaftsspiel mit dem Amir al-Umara da unten. Mit seinem Großtitel. Ich bin gespannt. Ich hätte um das Kaiserreich spielen sollen. Das wäre lustig gewesen. Stimmt, man kann ja. Das muss ich mal gucken. Also um den Titel spielen. Ich glaube nicht, dass man um das Kaiserreich... Nee, das nicht. Aber um Grafschaften kann man schon, glaube ich. Ja. Wollen wir mal um Landeinsatz spielen? Nee. Maurice? Ich, ja. Nee, man kann nur, ich kann das gar nicht. Ich kann Freundschaft, Ruhm und Vermögen. Ich biete dir das mal an. Ich fordere dich heraus zum Brettspiel. Jetzt sei es, komm. Nein, du kneifst? Boah. Mein Typ hat so schlechte Werte. Nee. Ja, meine ist auch. Boah. Alter. Ich habe nur Ränkespiel und ich glaube, Ränkespiel ist nicht im Schachspiel. Ich glaube, es ist, ne? Oder es ist Kriegsführung? Doch, das war Ränkespiel, war auch dabei. Klar, bei Schach. Ränkespiel, Kriegsführung und Wissen. Ah, okay. Ach, da hätte ich sogar vielleicht eine Chance gehabt.
Tja, nun. Wir haben gegen den Papst, den habe ich mal rausgefeuert. Der hatte 40 Wissen, das war nicht so smart. Oh, die, übrigens ist das Reich unten ist gerade zerfallen. Also ist immer noch groß, aber es hat sich halbiert, dieses muslimische Reich. Oh, lass das uns holen. Los. Los, Steinwein. Ja, ich habe keinen Kriegsgrund dafür. Ich habe Kriegsgrund. Steinwein hat. Okay, aber ganz allein schaffe ich es nicht. Nee, ich bin dabei. Ich bin absolut motiviert. Ich möchte ein Glaubensoberhaupt haben. Ich habe einen Krieg erklärt. Gott, ich habe schon wieder eine Tochter. Wie viele sind's denn? Du hast dir auch direkt einen Anspruch geholt auf das Glaubensding, oder wie? Genau. Ich kann dich nicht. Ich bin beigetreten, schon. Ach so, alles klar. Ich bin schnell. Pia ist so scharf auf diesen Krieg. Ja, aber ich bin auch, also man muss auch sagen, als ihr Schatten. Warum hebe ich meine Arme da oben aus? Egal. Ich krieg sowas halt auch mit, ne, im Gegensatz zu dir, der dann da ist. Oh, haben wir schon, sind wir schon im Krieg? Was ist das denn jetzt hier wieder für so komisch von der Seite? Hast du dich schon mal gefragt, dass deine Verbündeten dir vielleicht deswegen nicht helfen, weil du unhöflich und fies zu ihnen bist? Ich hab doch alle Hilfe, die ich brauche. Wo haben mir meine Verbündeten nicht geholfen? Touché. Endlich. Achso. Ah, ja, Sepp ist jetzt tatsächlich... Das gibt's nicht. König von Frankreich. Also das ist... Das habt ihr jetzt passieren lassen? Ah. Mal schauen. Und guck mal, wie viele Truppen hat er? 2800. Er geht hoch. Ja, aber es geht ja hoch. Also es geht wahrscheinlich auf 4000 hoch. Ja, ja, gut, lass mal. Ja, mal schauen. Das ist fucking Frankreich. Die werden sich sowieso trotzdem weiter in den Haaren haben. Wie viele Leute haben jetzt Ansprüche auf Frankreich? Like... Ja, das wird noch spannend, das stimmt. Dass ich und die Engländer haben vielleicht auch noch Bock. Aktion bekommen im Hinterland während des Krieges, ist mir ein bisschen unangenehm. Wie schaut's denn aus in Kastilien? Was sind die Pläne? Also vielen Dank schon mal, Denzel. Ja, kein Problem. Du, mein König. Das gibt's doch nicht, ey. Was die Pläne sind, fragst du? Ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt, wie gesagt, gerade aus Frankreich wieder da. War noch nicht weiter geplant. Hast du einen Vorschlag? Ja, ja. Das sind Probleme, bei mir schaut es jetzt gut aus. Ich bin noch nicht fertig mit der ganzen Angelegenheit. Aber Leon sollte nicht zerfallen. Sagen wir mal so. Ich bin schon auf plus 67%. Ja, schade. Du hast nur durch die Hälfte der Truppen, die du mal hattest an deinen goldenen Tagen. Mhm. Ja. Nachdem dann nur Lügen erzählt worden sind und aufbauend auf diesen Lügen dann ich angegriffen wurde. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass es an den Lügen lag. Sondern? Also Maurice hat gesagt, lass mal angreifen. Und ich habe nicht mal mitbekommen, was wir angreifen. Ich habe einfach gedrückt, ach so, ist okay. Das. Okay. Klassisch Schwarzenegger-Simpsons-Film. Ich bin nicht hier zum Denken, nur zum Lenken. Okay. Ja, alles klar. Pia, du kannst irgendwie in eine Nachbargrafschaft gehen. Ich bin das nicht? Ach so, du bist in der gleichen Nachbargrafschaft. Ich dachte, du gehst nach links und ich gehe nach rechts. Ja, das ist mein Kriegsziel, wo ich gerade stehe. Ach so. Ich so ehrenhalber belagere ich das mal. Jawohl. Da oben kommt er allerdings schon wieder. Ich sehe übrigens Steinwallen, wir sind nicht mehr verbündet. Ich wollte gerade rein in den Krieg. Er kommt schon wieder im Krieg drauf, dass er gar nicht helfen kann im Krieg. Ja, weil wir nicht verbündet sind. Ich schicke hier mal wieder ein Angebot rüber. So. Nice, ich habe direkt Krieg. Ich bin meinen vielen Kindern. Aber bitte nicht Haupterben oder so. Nee, eine Frau habe ich mir erwählt. Der Schinder, heißt du? Ja, ich habe vielleicht mal ein Kunstwerk der Folterei geschaffen, potenziell. Ein Kunstwerk der Folterei? Ja, so nennt er es wirklich. Es ist tatsächlich, dass er irgendwie anhand eines Gefangenen ein Kunstwerk schaffen will im Kerker. Und wenn du das machst, dann kriegst du den Beinamen der Schinder. Kann man das dann auch aufstellen, so an der Wand? Leider nicht, genauso wenig wie das andere, also den ausgestopften Freund, den hätte ich gerne gesehen.
Ich kann irgendjemanden aus deiner Familie mit dem verheiraten, wenn du willst. Gibt's denn immer noch? Wird der in deiner Dynastie weitergereicht, der ausgestopfte Freund? Er ist jetzt ein Relikt, auf jeden Fall. Ich finde es noch immer so schlimm, dass es die Möglichkeit gibt, jemanden auszustopfen. Wieso, mit Tieren wird das doch auch gemacht? Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie ich jetzt auf diese Aussage reagieren sollte, sodass das auch Twitch-tauglich ist. Also in Crusader Kings 3. Achso, in Crusader Kings 3, ja genau. Da geht es natürlich und ja. Naja. So, den nehmen wir jetzt richtig schön in die Zange. Oder auch nicht. Brauchst du da Hilfe? Nee, okay, das ist nicht Philamel, lol. Das sollte schafft auch so der klappen. KI-Verbündete sogar für sich, aber ich gehe trotzdem auch noch mit rein, um ein bisschen was von der Glorie abzustauben. Ich glaube, das ist Steinwallen, den du als KI-Verbündeter betitelt hast. Achso, ist das sogar Steinwallen selber? Ach ja, dann. Ich dachte, der ist gerade irgendwie beim Kriegsziel. Das ist schon eingenommen. Ich bin gemutet, sonst hätte ich das selber schon klargestellt. Ah, verstehe. Ah, ich habe eine wunderschöne Lumpenpuppe bei der Belagerung bekommen. Ist das der ausgestopfte Freund? Wahrscheinlich. Ich habe ein kleines Geldproblem tatsächlich gerade. Okay, ich kann dir was schenken. Nee, du musst mir nicht schenken, wir sollten nur den Krieg schnell beenden. Weil ich bin auf minus 100 mittlerweile. Ja, dann geh raus. Also, ach nee, kannst du nicht, ne? Nee, ich belagere das jetzt auch hier noch fertig auf jeden Fall. Ja, aber... Naja, okay. Ja. Ich will ja auch was tun dafür, dass wir dann das Glaubensoberhaupt haben. Ich will ja auch meinen Beitrag geleistet haben hier. Ne? So, Sepp hat tatsächlich auch direkt irgendwie einen. Der Dauphin der Provence hat einen Anspruch. Ich hab irgendwas in Frankreich. Ich hab direkt die Scheiße am Dampfen hier. Und jetzt noch die Bauernaufstände. Ja, moin! Die kommen gleich auch noch. Ja, 500% Stärke. Mhm. Siehst du, wie ich gesagt, Maurice, Frankreich ist ein Scheißloch. Das ist halt. Ich hätte nie an euch zweifeln sollen, ja. Ich war mal wieder zu pessimistisch. Gefährliche Fraktion. Was mache ich gegen eine Fraktion mit 12 Mitgliedern? Wie viele Kinder hast du? Einheiraten gegen die Starken. Wenn die ein Bündnis mit dir haben, zwingst du sie aus der Fraktion auszutreten. Das heißt, du suchst dir die größten Risikos raus und verheiratest deine Kinder rein. Manchmal hilft es auch Sachen, die halt auf all deine Vasallen gehen. Also ein Festmahl zum Beispiel zieht auch manchmal zwei oder drei sogar raus. Aber ich kriege keine Bündnisse mit denen rein. Haben die keine Kinder? Oh, es, jetzt gibt's auch einen Dschihad. Naja, guck mal. Aber ich glaube, wir dürfen den nicht verwenden. Muslimische Glauben können jetzt Dschihads verwenden. So, ja, aber dann müssen wir erst ein Glaubensoberhaupt haben. Wir brauchen erst ein Oberhaupt, okay. Genau. Schröger, ich hatte dir ein Geschenk geschickt. Ich kann das nicht mit ansehen. Alter, ich reihe überhaupt nichts mehr. Ich hab hier schön, so viele Sachen. Aber, hast du es angenommen? Ja, okay, alles klar. Ja, ich kann deine Armut nicht mit ansehen. Deine Armut kotzt mich an. Ja, das tut mir sehr leid. Ich wollte deine Augen damit nicht irritieren. Ja, ich stürme das jetzt und ziehe meine Armee dann zurück. Ich glaube, ihr braucht die dann eh nicht mehr, ne? Damit ich mich nicht nochmal so hart verschulde. Genau, kannst du. Aber wir haben zur Kenntnis genommen, dass dein Wunsch nach einem Glaubensoberhaupt von so fanatischem Glauben getrieben war, bis hin zur Selbstaufgabe. Hallo ihr Lieben, ein wunderschön. Wird in die Annalen unseres Glaubens eingehen. Die Funktion ist weg. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch einen kleinen Bürgerkrieg. Den muss ich auch noch so nebenbei erledigen. Hallo ihr Lieben. Ich ziehe jetzt dann gleich von Süden gegen die Leute aus Na, der wie war's im Stream? Österreich eigentlich, aus Herzogtum Österreich. Wie fühlst du dich dabei? Ja, nicht gut. Hallo, hallo, hallo. Gesagt, nicht gut. Wir sind immer noch in der Crusader Kings 3 Runde gerade. Kann man nichts machen. Wir sind immer noch komplett in der Sucht, im Sumpf. Sepp, du müsstest das macht sehr viel Spaß. Truppen vom Norden, oder von Süden in dem Fall. Der Sitz ist in Barcelona, gell?
Wie geht's also, euch? Ja, beim Sitz in Barcelona. Ich muss jetzt aber erst den Wie Aufstand hier euch? Noch unterbinden, sonst... Ja. Hallo. Wird das, glaube ich, schön, gleich dass nicht ihr da so seid. Hallo, laufen, Titus. Ja. Also nee, dich habe ich ja schon begrüßt. Hallo an Vlesk. Oder ich war gerade nicht so ganz bei euch. Wir spielen gerade mit Maurice Weber von der GameStar, mit Sepp von Pete's Meat, mit Steinwallen, mit Denzel von den Rocket Beans und mit Coppelius zusammen eine große, fette Crusader Kings 3 Runde. Endlich mal wieder ein Ränkespiel. Wir schauen uns das neue DLC von Crusader Kings 3 an und spielen gerade 3 gegen 3. Steinwallen, Maurice und ich sind die muslimische Hälfte quasi. Und wir spielen gegen Coppelius, Sepp und Denzel. Die sind christlich um Spanien, beziehungsweise heißt es ja Iberien? Nein, warte mal, wie heißt das? Iberia, glaube ich. Wir sind da auf jeden Fall, es ist halt Spanien. Aber es kam ein neues DLC raus, gestern oder heute, und es ist super cool, weil es genau das iberische Ringen jetzt gibt mit ganz vielen neuen Sachen und das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist ein One-Shot, Quentin. Ränkespiel geht immer einen Tag. Gut, der lässt sich da gerade mal eben schnetzeln. Das ist Zeit, das passt schon. Es dauert eh, bis ich da bin. Ah, sie hauen ab. Ich gehe rein. Ja, Polen kommt jetzt auch gerade. Feigen Schweine. Wer geht wo rein? Ich war, Entschuldigung, ich war ganz kurz AFK. Oh shit, die kommen hoch. Polen ist da. Okay. Oh shit, kriegt er mich? Alter, wie schnell ist der? Holy shit. Na, du wirst eins noch rüberkommen. Einen bin ich rübergekommen. Nee, nice. Sollte passen. Super. Oh, die Schlinge zieht sich zu. Ja, sein Sitz hier. Ach, da können wir rein, ne? Polen kommt auch noch von oben. Wenn du Lust hast, was ist das überhaupt für ein Krieg? Dankeschön, Bauern, dass die vier Monate. Dankeschön. Das ist einfach jetzt so ultra unnötig wieder. Ich kann gerne die untere machen. Okay, rein da. Führt ihr da noch weiter Krieg? Ja, Steinwall hat irgendeine Art von Bürgerkrieg oder sowas am Start. Was das auch war. Autsch. Ja, es geht nicht aus. Wir schlagen den gerade nieder. Ach, komm hier rein! Geht doch. Das Kalifat gründen können. Wie viel fehlt noch fürs Kalifat? Alter, wir fallen aber auch nur, rein, ey. Weiß ich nicht, habe ich noch gar nicht geguckt. Das wird sich noch immer nicht ausgehen. Nee, der Pole, der muss noch von der Seite kommen. Alter, was ist das für ein Kampf? Ich brauche. Halli, Scheiße! 70 Punkte. Aber es geht sich aus. Jetzt geht's. Ah, Mann, ey. Ja, cool, dass du noch gekommen bist, ey. Eine Pilgerreise. Was ein Kampf. Ich hab das Gefühl, da geht gut was ab in Frankreich da drüben. Ich sehe es ja nicht. Hier sterben gerade 10.000 Leute. Der hat 2.000 Truppen gehabt auf Dreiergüte. Also, da geht schon was, ordentlich was weiter, ja. Autsch. Ich habe das Feindesbanner erobert. Ja, also ich muss nur einmal den Krieg beenden, dann gehe ich einmal auf Pilgerreise, dann habe ich die nötige Frömmigkeit und dann hoffe ich, dass mein Herrscher nicht stirbt, weil wenn der sterben würde... Ich muss mal ganz kurz hier eine Pause drücken und gucken. Ach, das ist der Enterbte. Der enterbte Sohn. Dieses Verlöbnis werde ich sowas von brechen. 66, schlechte Gesundheit. Oh ja, das verstehe ich. Meine Tochter geht bestimmt nicht an einen eingekerkerten, enterbten Sohn irgendwo im Nirgendwo. Das verstehe ich sehr nachvollziehbar. Aber du könntest noch eine Nebenehefrau brauchen. Das stimmt. Kann ich immer gebrauchen. Nachdem ja, du geil. Ja auch schon mit meiner Tante verheiratet bist, hier nimm noch ja, meine ja, die, Tochter. Die Tante ist schon bis, die ist schon ein bisschen alt, die Tante, da so eine bisschen jüngere, ne? Sadistisch, ja, passt zu meinem Gefühllosen. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Ich habe auch gerade die Eigenschaft Folterer erhalten, wir können gut fachsimpeln. Ich glaube, die wird sich. Helios, du gehst weiter hinterher und jagst die kleinen Schweinchen. Okay. Das ist nicht. Oder zumindest die treibst hier ein bisschen weg. Ja. Hast ja genug Leute. Ach, das ist meine Halbschwester, sorry, nicht meine Tochter.
Das war meine Halbschwester. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil ihre Mutter war die Nebenehefrau von meinem Vater und ist jetzt meine Nebenehefrau. Und damit ist sie meine Halbschwester, aber auch irgendwie meine Ziehtochter. Ja, wie das halt so läuft. Die Gruppen kann man wieder runter. Also. Ja, wir sind ja 4000, also ist ja. Ja, allein schaffe ich es aber nicht. Nee, du komm einfach runter. Ja. Ach, krass, ey. Das dauert schon, glaube ich, lange. Diesen komischen Aufstand hier ganz gut weggehauen, oder? Ja, das Problem ist, wenn ich sterbe, dann wird das nächste Mal mit dem Glaubensoberhaupt. Ah. Meine Gesundheit. Ich geh mal hoch und hol noch die nächste Burg. Ja, ja. Und das ist genau jetzt die Zeit. Tausend. Im Krieg kann ich nicht auf Pilgerreise. Und du bist 66. Ah. 66 ist meiner vorher gestorben. Hm. Das wäre jetzt ein bisschen ärgerlich. Bitte macht uns jetzt hier nicht so einen Stress. Das wird schon. Vielleicht reicht die Schlacht hier schon in den Kriegsstand. Ja. Wie kann ich denn helfen, damit irgendwas schneller geht? Die Sache ist schon geritzt. So, Krieg zu Ende. Und jetzt gehe ich schnell auf. Macht das Sinn, auch kulturell zu wechseln, wenn ich jetzt quasi der König von Frankreich bin? Das kommt halt ein bisschen drauf an. Es kommt halt extrem drauf an, wo es halt hingehen soll, ne? Also, ob du dort deinen Hauptsitz setzt oder hier. Wenn du dort deinen Hauptsitz setzt, würde ich es potenziell machen, weil du dann wahrscheinlich weniger Aufstände hast. Ja, denke ich nämlich auch. Du hast also jetzt mehr französische Untertanen, genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe halt mehr von denen. Ach, die sind so dumm, unglaublich. Ah, die KI ist so dumm. Warum? Weil sie, weiß nicht, 5 Sekunden länger noch die Belagerung durchführen hätten müssen, so. Dann wäre sie durchgegangen und jetzt brechen sie es ab. So. Oh. So, es ist ärgerlich. Ey, ich glaube, jetzt müsste es gehen. Los, 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 los. Jawohl. Ja. Muhammad wurde Kalif. Jawohl. Ja, das ist doch schön. Es war eine harte Zeit, in der wir ohne geistigen Anführer auskommen mussten. Nun ist dieses Jammertal endlich durchschritten. Ehre sei Steinballer. Steinballer, richtig. Ja. Auch ein Zyniker. Die Frage, die sich mir halt stellt, ist, vererbst du diesen Titel jetzt? Ich glaube, ja. Dann bekommt dein Haupterbe den Titel danach. Mhm. Dann habe ich meine Tochter ja offensichtlich genau in die richtige Ehe geschickt. Genau, so sieht's aus. Und dann kommen wir auch gleich noch in die Aussöhnungsphase und dann haben wir uns alle lieb. Also wenn ich... Man kann auch so eine Mischkultur machen, oder? Jawohl. Mhm. Damit habe ich tatsächlich keine Erfahrung. Ich bin immer sehr... Nein, so nicht. Bis jetzt gewesen. Ja, ja. Kompromiss? Was? Im Augenblick des Triumphs? Kann ich das denn machen? Wir könnten natürlich auch einen Dschihad auf den Papst machen. Das wäre so lustig. Es würde uns halt absolut nichts bringen, aber wir könnten es. Aber wir können es, genau das. Ja. Some men just want to watch the world burn. Guckt euch auch diesen Leo den 10. an. Der sieht schon so schleimig aus, so ein schön Ding. Habt ihr schon mal so einen Papst gesehen? Er ist sadistisch, eigenwillig und zynisch. Oh, der sieht unangenehm aus. Ja, ich würde einen Jahid mitmachen, auf jeden Fall. Also ich finde, der sieht unangenehm aus. Das reicht mir als Begründung. Ich muss das wirklich alles nochmal festhalten. Irgendwann nach einem Ränkespiel müssen wir mal alle verwerflichen Aussagen die finden mich von nicht anderen cool. sammeln. Und dann... Ne, ich würde jetzt einfach... Also, das ist alles hier... Ich vorher noch mal einen Kriegerorden. Ja? Das brauchen wir doch auch noch als Muslime. Einen Kriegerorden gründen? Ja, dafür fehlt mir Geld. Ich bin arm. Ja, ich mach das.
Das ist super. Das können wir ja eigentlich. Palavacon. In diesem. Ach, das ist alles wunderschön. Was für ein aufmürbender Krieg ist das bitte hier? Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir die Belagerungen da jetzt noch schnell abschließen. Ja, ja, und dann machen wir. Genau, und dann an mehreren Stellen die Belagerungen durchführen. Ja. Ich kann tatsächlich keinen Kriegerorden gründen, weil Steinwallen mich nicht genug mag. Der Kalif muss mindestens 60 Meinungen von mir haben und unser großer Steinwaller hat leider nur 40 Meinungen von mir. Ja, mag deswegen dich nicht. Ein Geschenk ist fällig oder sowas. Da ist mir, ist es mir nicht geworden. Vergönnt. Team Jesus. Das ist ganz schlimm. Ich finde das extrem lustig, dass du jetzt Steinwallen im Erlaubnis fragen musst. Nee, muss ich ja nicht. Also nicht den Spieler, sondern es ist einfach nur, er muss die Meinung von mir ja, haben. Ja, aber Charakter. Damit musst du ihn ja quasi um Erlaubnis fragen. Richtig, richtig. Ich finde das extrem lustig. Was mich daran erinnert, dass ich gerne ein bisschen mehr Gebiet hätte. So, rein da jetzt. Also ich meine, Kastilien ist direkt bei dir, ne? Ja, ist schon wieder Richtung Norden. Wo rennen die denn jetzt wieder hin? Meine werten Christenkollegen, wollen wir noch mal in den Raum gehen oder so? Hey, sehr gerne. Ja, gerne. Ich kann euch gerne, ich glaube, ich weiß nicht, warum. Ich habe mich nur zu dumm angestellt. Man kann nicht wechseln. Ah! Ey, wie viele Mausklicks ich heute unnütz getan habe wegen dir. Also, ihr könnt einfach ins Gästepodium 2 gehen. Okay, Mann. Ich war noch so irgendwie im Modus so von vor 5 Jahren, wo man sich so ziehen muss, weißt du? Komm, rein. Ja, also. Pelius, du bist doch Pelius. Warte, der ist immer noch hier, dieser. Sorry, ich bin gerade. Der will jetzt hier, dass wir denken, jetzt sind sie weg, jetzt lassen wir unsere Pläne schmieden. Nein, aber wir kämpfen da gerade ordentlich. Kurzen Moment. Mhm. Ich warte nur noch, bis die Schlacht beendet ist und dann wechsle ich. Wir kämpfen da gerade ordentlich. Wir sind übrigens jetzt gleich bei der Aussöhnung, 950 von 1000. So, passt. Bis gleich. Und derweil gehen alle in eigene Kanäle, um das große Finale Scheppern zu planen. Ich glaube, das ist. Also, dann haben wir jetzt schon nochmal Krieg gegen die, ne? Naja, ja, 100%. Also, insofern ist die Dschihad-Idee zwar cool, aber sollten wir wahrscheinlich jetzt nicht machen. Wäre doofes Timing, ne? Ja. Die wollen es nochmal. Nee, also, wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten. Denzel hat 6000 Mann, Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich. Frankreich ist tatsächlich nicht so stark, da hattet ihr recht. Die wollen es jetzt nochmal wissen. Bestimmt. Das Blöde ist, dass ich demnächst sterbe und dann deutlich. Ich auch. Ja, das ist jetzt der Backclap dafür, dass. Mit den Bündnissen, ne? Wenn einer von uns stirbt, muss man schnell reagieren. Aber wir haben ja. Also, ich habe ja meine Bündnisse mehrfach mittlerweile. Ja, und auch meine Kinder, ne? Also, du hast ja mit meinem. Erben sowieso ein Bündnis. Ja, genau. Ich habe ja mit deinem Die Bündnisse müssten wir relativ schnell wiederbekommen eigentlich. So viele Kinder, wie wir alle haben. Lass mal gucken. Mein Haupterbe. Okay, ne, der hat nur einen Sohn tatsächlich. Gut, dann wird das interessant. Aber ich tue jetzt dafür gerade Denzel... das Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich wegschießen, indem ich eine Fünfjährige umbringe. und dann ist er zumindest ist er da weg. Und ich meine, Frankreich, die haben immer noch Stress, ne? Also, die haben ja immer noch diesen Provence-Krieg. Sie gewinnen ihn jetzt endlich mal. Aber mal gucken, was Sepp dann noch so am Arsch hat. Sie haben auch noch, er hat auch noch ein Bündnis mit Polen. Das ist auch noch bedenklich. Leon hat 3000 Männer. Gleich 4000. Am stärksten ist Kastilien inzwischen wieder. Ja, Kastilien ist sehr erstarkt. Aber das Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich ist, ich weiß auch nicht, das Kind ist irgendwie im Wald gestolpert. Das ist eine Tragödie. Wo habe ich jetzt schon wieder drauf geklickt? Der Stuhl ist so groß, du sind wir. Und dankeschön, der Code Black für die 16 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ja. Dankeschön. Ja. Ich versuche gerade ihre ganzen Bündnisse wegzukillen. Ansonsten. Das mit Polen als nächstes. Mein Nachfolger ist halt eine ziemliche Lusche, was Krieg betrifft.
Oh, wir können ich steigern übrigens. Wir können Lanes Autorität steigern. Ich habe das. Oh, sehr, sehr gut. Ich habe das nebenbei einmal schon mal gemacht, aber jetzt nochmal. Ist gut. Bringt nochmal 10% Vasallen und Steuern. Das habe ich schon gemacht. Naja, geht ja gerade erst auf 3. Ach so, auf 3 geht's jetzt. Ja, ja. Oh. Wurscht. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Ich hatte meinen Mangonellen übrigens noch von meiner anderen Kultur, von der Berberkultur. Die durfte ich offenbar mitnehmen, weil jetzt könnte ich sie auch nicht mehr. Das ist natürlich ein praktischer Vorteil. Ja, wer mich in irgendeinen Krieg rufen, ich gebe den Lenin gerade ab. Ich habe keine Zeit gerade für Krieg. Ich habe überhaupt keine Zeit gerade für Krieg. Ich habe zu viele Bündnisse, deswegen will mich der nicht. Aber das wäre noch ein Bündnis, das ich noch gern eingehen würde mit 1800 Mann. Ach, das ist ein Bündnis innerhalb von Steinwallens Reich, wo wir gerade gerufen wurden. Da kämpfen zwei Vasallen gegeneinander. Ja, das ist zwar schön. Ja, ist mir auch gerade Schnurz. War nur neugierig. 980, wir haben jetzt gleich die Aussöhnung, Leute. Das ist echt ein Hohn. Bei all dem Blut, das wir vergossen haben. Ja, wir haben zu viele kooperative Aktionen. Ja. Da ist halt die Frage, vermutlich ist es eher, also wie es im Singleplayer balanciert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da anders läuft, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Denzel hat nur ein Bündnis. Ja, ich habe ihm gerade eins weggekillt. Ach, das wollte ich gerade machen und ich habe mich gerade gewundert. Der war noch mit dem Heiligen Römischen Reich verbündet. Ja, genau, das wollte ich mir auch gerade rausnehmen. Ja, da war ein unschuldiges 5-jähriges Kind, wurde leider... Also Chat schreibt gerade, bei Ihnen im Singleplayer geht es fast immer in Richtung Feindseligkeit. Interessant. Dann ist es wirklich, weil wir daran, so gemeinsam machen so viel. Ja. Aber trotzdem lustig, dass das halt irgendwie, ich finde, es fühlt sich nicht so an eigentlich, als dass das Formen von zwei großen Machtblöcken auf Aussöhnung. Wobei, natürlich ist es eigentlich schon, ne? Also so, ja. Das ist halt so ein kalter Krieg, so. Die stehen sich gegenüber und niemand macht was. Und alle sichern ihre Bündnisse doppelt und dreifach ab. Und dann, So, ich gehe jetzt noch einmal nach Mekka. Das ist für mich ganz wichtig. Dass ich das noch einmal für mich mitnehme. Ja, wie sieht das denn jetzt aus? Also, wollen wir da jetzt noch mal einen Angriff starten? Oder warten wir auf deren Angriff? Also ich glaube, wir sollten wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Was meinst du, Steinwallen? Ja, ich wollte ja schon vorhin angreifen. Ja, ich wollte halt ein bisschen bremsen, weil die halt echt nicht so fit waren. So. Ja. Wir können auch jetzt einfach, während sie noch in der Provence rum... Aber jetzt haben sie es geschafft. Die Provence ist geschafft. Lasst mal noch warten, ob ich diese zwei Bündnisse weggetötet kriege. Das Problem ist, ich bin gerade so ein bisschen das schwächste Glied in der Kette. Ich merke jetzt einfach, dass ich kleiner bin. Und ich krieg nicht so viele Einheiten gerade noch zusammen wie ihr. Das heißt, wenn die uns da den Krieg erklären, ich bin halt leider sowohl schwächer als Sepp, als auch als Coppelius. Ja, wir kämpfen doch zusammen. Und du hast ja auch 4000. Ja, ich baue da gerade noch ein bisschen um, was Einheiten angeht. Ich meine nur, also wenn man das halt guckt quasi. Wir haben 1000 plus den Kriegerorden, sind auch nochmal 1500. Plus Söldner. Das kriegen die doch nie im Leben zusammen. Hallo, Liraisa. Wir haben übrigens wieder ein Bündnis mit dem Heiligen Römischen Reich. Das ist unangenehm, das sind 7500. Das ist, Denzel. Ah ja, okay. Prinzessin Ildegarde. Dann muss die halt als nächstes... Wir kriegen auch den Kaiser Wodo nicht einfach getötet, ne? Nee, der leider nicht. Das wäre halt das Leichteste. Aber kannst du die Prinzessin Ildegarde weghauen? Ich habe gerade einen Komplott gegen Berengus von Barcelona. Ah, okay. Weil der ist dafür verantwortlich. Wegen was war der nochmal?
Der hatte auch irgendwas. Da hatte irgendein anderes Bündnis, ja. Und da bin ich schon quasi 50% into it. Ah, den hatte ich tatsächlich auch, aber er ist entkommen. Das heißt, gut, dass du auch noch da bist. Dann gehe ich jetzt auf die Prinzessin. Jawohl. 95%. Ja, die kommen jetzt bestimmt gleich und gehen mit dem Heiligen Römischen Reich zusammen gegen uns. Garantiert. Die warten wahrscheinlich drauf, dass Steinwallen und ich sterben. Ja, und das ist ja auch unsere größte Schwächesituation. Ja. Weil ich schätze mal, dass ich von 6.000 auf 4.000 runtergehe. Vielleicht sogar 3.5 oder so. Macht das dann nicht mehr Sinn, dass wir ihnen den Krieg erklären, dass wir quasi zuvorkommen? Weil dann bist du quasi schon im Krieg und die Armee, die ausgehoben ist, reduziert sich nicht. Ja. Ich bin gestorben. Okay. Das hat sich damit schon... So viel dazu. Du bist auf 3.500 runtergefallen von 5.000, ne? Ja, ja, ich habe auch nur 2. Aber bei dir ist die Erbfolge auch in Ordnung, Steinwallen. Du hast ja nur 2 Söhne und der eine ist auch enterbt. Also es dürfte nicht so schlimm sein. Ja, das Problem ist, dass mein jetziger Herrscher 21 Kriegsführung hat und mein Erbe 13. Und das macht einen Riesenunterschied. Ah, das macht echt einen Unterschied. Und vor allem hat er diese ganzen... Ich habe ja fast Kriegsführung durchgepirkt im Lebenswandel. Und der andere hat gar nichts. Also ich gehe gerade bei meinem auf Strategie hoch. Ich bin noch nicht so weit, aber dann schicken wir einfach meinen quasi als Kommandanten rein. Ja, die brauchen übrigens Bündnisse. Haben wir eins noch? Nee. Aber nicht mehr mit dir. Okay, wir müssen irgendwas Schnelles tun. Was kannst du denn? Aber notfalls kannst du mir ja Geld anbieten. Also die Beitritt für Geld, das haben sie ja auch vorher gemacht. Aber... Ist meine Tochter nicht mit dir? Ja, ihr habt ein Bündnis. Ihr habt miteinander ein Bündnis. Achso, nee, ich meine, wir können auch eins aushandeln. Wir können eins aushandeln, Steinwallen. Einfach so, weil wir noch irgendwie verwandt sind. Ah, das ist ja super. Perfekt. Okay. Damit sind wir wieder auf der sicheren Seite. Dankeschön, Trashman, für den Prime Sub. Ja. Viel Spaß hier weiterhin. Halb sicher, ne? Dankeschön. Es wird immer noch spannend. Ich würde vermuten, die kommen jetzt bald bei mir. Weil ich habe natürlich überhaupt keine anderen Bündnisse mehr. Weil mein Typ offensichtlich zu wenige Frauen hat. Was? Der hat nur eine Frau. Deswegen hat er auch nur ein Kind gezeugt bislang. Das ist halt sein großes Versagen. Zu wenige Frauen, das ist ein schönes Versagen. Ja, also wirklich. Ich erwarte doch hier, dass er eine riesige Dynastie an Kindern hat. Boah, ich will halt nicht warten. Das treibt mich in den Wahnsinn, dass wir hier nur am Warten sind. Ja, das ist doof, ja. Das macht mich richtig nervös. Jetzt sind meine Komplotte haben leider nicht mehr geklappt mit den Bündnissen. Frankreich hat jetzt übrigens auch schon 5.000 Leute und er kann halt damit auch viel mehr Bündnisse machen. Ja, dann lass uns doch nicht weiter warten. Worauf warten wir? Also die werden ja immer stärker, desto länger wir warten. Wir sind jetzt gerade schon stärker als wir. Sepp hat 16.000 Verbündete. Ja, sie sind stärker als wir. Können... Das war nicht schlau, dass wir ihnen Frankreich gegeben haben. Wenn wir Leon angreifen, das Problem ist doch, wenn wir Leon angreifen, dann kann Frankreich seine Verbündeten nicht reinholen. Das heißt, stimmt. Es ist besser, wenn wir angreifen, als wenn Frankreich jetzt direkt zum Beispiel Pia angreift. Ja. Leon hat aber auch 8.000, weil es ist Frankreich hauptsächlich. Und er ist mit Ungarn verbündet, aber das ist wenig. Aber dann lass uns doch einfach Denzel angreifen, weil dann sind Frankreichs Verbündete nicht drin. Ja, das ist ja meine Rede gerade. Ja. Bloß Denzel hat halt noch das Römische Reich, deswegen ist Leon besser. Dann nehmen wir uns Leon. Jawohl, wer greift von uns an? Wer hat von uns die meisten Verbündeten? Ich habe 10.000 Aufgebote verbündet. Mehr. Ja, aber du kommst nicht an Leon mit einem vernünftigen Kriegsgrund. Das muss Maurice machen. Ich kann dem instant den Krieg erklären. Ja, aber für was? In Königreich einfallen. Jetzt geht's ja nicht mehr um die Gebiete am Ende.
Es geht ja nur darum, dass wir einen Krieg starten, damit sie nicht können. Ja. Ja, nee, wenn das nur eine Grafschaft ist, dann machen sie schnell aufgeben und dann ist die Situation wie vorher. Das ist nicht gut. Man muss schon irgendwie, muss schon ein bisschen wehtun. Maurice, was kannst du tun? Ich kann halt nur den, ich bin jetzt gerade neu, ich habe halt nur den Ringenkonflikt. Zwei Grafschaften, das bringt gar nichts. Und ich habe keine Verbündeten, halt, das wäre mega dumm. Prestige. Ah, kriege ich irgendwie schneller Prestige hoch. Wenn ihr mir Geld schicken könnt, mache ich eine Jagd, dann bin ich mit dem Prestige so weit oben, dann kann ich ihm in der Mitte ein Herzogtum rausschlagen. Oder du machst das direkt, weil du hast auch Bündnis von 10.000. Ja, ich kann ihm ein Herzogtum nehmen. Dann liegt's hin, aber das ist doof zum Erobern. Ist ja egal, Hauptsache es tut weh, oder? Wir nehmen auf dem Weg eh alles ein. Wir wollen ja Kriegsstand haben. Na gut, okay. Dankeschön. Also am meisten würde wahrscheinlich Galizien wehtun, weil da oben auch Santiago de Compostela ist. Ja, dann rein damit. Mhm. Ich bin ready. Okay. Dann erkläre ich jetzt den Krieg. Ja. Zack. Dann werde ich dir direkt den Beitritt anbieten. Guck mal, ob ich noch irgendwelche Verbündeten habe. Ja. Okay, dann marschieren wir da hoch. I'm on my way. Hey, ich sollte nicht durch deren Gebiet durchlatschen. Nee. Genau, komm unten rum. Gut, dann sind wir jetzt bei... Bei mir wird es nur finanziell eine kleine Katastrophe werden, aber das ist nicht schlimm. Vielleicht kann der Kriegerorden auch Geld leihen, jetzt, wo wir einen haben. Beim Kriegerorden Geld leihen? Ja. Das geht doch nicht. Entscheidung, aber nur wenn du einen hast. Ja, das ist die Frage. Es geht. Das natürlich geht das. Aber es hat gerade keiner genug Geld tatsächlich. Ach so. Ah, die heben direkt neben mir aus. Es kann gut sein, dass die in meine Hauptstadt latschen. Aber wir machen das ganz gut. Egal. Ist egal. Jetzt sind wir in der Aussöhnung, genau zum finalen Kampf. Die Aussöhnung, was bedeutet sie? Kriegsgründe, Invasionen, Erobern sind nicht verfügbar. Interessant, dass wir das jetzt gerade noch rechtzeitig gemacht haben. Kriegerorden kann ich noch holen. Was ist mir nix? 1500 mehr noch. Ja, wir müssen einigermaßen zusammenbleiben. Ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Ich sehe hier nichts, leider. Er kommt zu mir. Die versuchen, meine Hauptstadt einzunehmen. Ja, aber ich habe meinen Erben einfach spontan eine Insel gegeben und hoffe, dass es ihnen nicht auffällt, weil dann können sie meinen Erben nicht als Geisel nehmen, wenn sie meine Hauptstadt verlagern. Das ist super, ja. Und dein König ist wo? Ich schieb meinen König in meine Hauptarmee. Und gone. Damit sind nur noch Töchter bei mir im Dings. Ja, dann ist es easy. Da können sie ja vielleicht... Die anderen haben jetzt alle auch einen Kriegerorden, die Tempelritter. Gerufen, das könnte böse werden. Diese christlichen Orden sind ja auch ziemlich laut und stark. Also 17.000 gegen 19.000, Leute. Das wird kein No-Brainer. Uiuiui. Kann man nur hoffen, dass sie weit entfernt sind. Sie sind bei mir. Also Sepp belagert meine Hauptstadt. Mhm. Ja, aber da dürfte er dich eigentlich nicht aus dem Krieg rausnehmen. Nö. Wir haben ja, sind ja beim Kriegsziel, was mehr wert ist letztlich. Ja, das müssen wir bloß oben noch besetzen, ne? Ich habe den einen Dude getötet, das hat geklappt mit dem Komplott. Oh, sehr gut. Oh, sie haben sich zurückgezogen von meiner Hauptstadt. Ist wohl ein neuer Plan jetzt. Ich glaube, sie checken selber, dass sie hierher müssen. Wo bist du denn, Pia? Bei euch. Okay, ich stehe in Braganza. Braganza. Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Nein. Kriegerorden Patronat verloren. Wieso habe ich das Patronat verloren? Warte mal, was hat das für Auswirkungen auf unsere Truppenstärke? Nicht so viel, glaube ich. Leider gibt es eine Fraktion. Möglicherweise muss ich den Orden nochmal holen. Ja. Jetzt greift Kastilien mich an. Mit 22.000 Mann. Was? Ach so. Ah, okay, alles klar, ich verstehe. Weil er hat noch Kroatien.
Und das Heilige Römische Reich hat er halt. Jetzt wird's richtig chaotisch. Das wird richtig böse. Ja, der Kaiser Vido ist auch beigetreten. Das wird böse. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall zusammenbleiben. Wen mussten wir denn töten, damit das Bündnis wieder bricht? Jetzt ist, glaube ich, egal. Was drin ist schon? Der ist ja schon im Krieg. Ja, aber wir können den ja trotzdem demoralisieren, den Dude. So, das wer stimmt. ist denn wir das Problem? Den, wenn wir den Kaiser selber töten... Jo. Welcher Kaiser ist das denn, aber, der getötet werden muss? Achso, Leute, wir müssen, glaube ich, dem Krieg beitreten, ne? Von Maurice, damit wir da auch an dem gemeinsamen Krieg sind. Oh ja, das wäre oder? Sehr gut. Warte mal. Ja. Das ist wichtig. Gegen der Anspruch? Ah, es geht nicht. Geht irgendwie nicht. Kastlischer Anspruch von Schächtum von Avila, oder? Ich kann da nicht. Warum nicht? Ja, aber warte mal, ist das nur ein Scheichtum? Ist das nur eine Scheißgrafschaft? Das ist ein Scheichtum von Avila. Ja, das ist nur das da unten rechts. Ja, ich meine aber, es ist... Dann gib es ihnen doch. Dann haben sie Waffenstillstand. Sie kommen ja. Aber er muss es ja nicht annehmen. Schauen, was macht. Ja, kapituliere einfach. So, ich komme hoch, rechts. Sie kommen ja... Ja, ich bin am Überlegen, ob ich mich lieber auf die Hauptstadt gehe. Das hat sie, glaube ich, getriggert. Es ist die Frage, sind unsere ganzen Truppen jetzt hier? Ja. Ich meine, ja. Denzel ist hier allein jetzt mit 6000. Ja, aber der ist halt, den kann ich nicht angreifen. Weil ich irgendwie nicht in einen Krieg gehen kann. Warum auch immer. Ist Denzel nicht in dem Hauptkrieg drin? Doch. Ich weiß nicht. Das könnte sein, dass er da gar nicht drin ist. Nee, der ist gar nicht verbündet mit denen. Das ist der Grund. Da stehen aber jetzt 11.000 Mann. Scheiße, ich muss raus. Maurice, du musst hochziehen zur Hauptstadt. Ja, ich geh raus. Es kommt nicht zur Schlacht. Ah, verdammt. Ich bin natürlich auch zur Schlacht. Kommt hoch, Leute. Ich komme. Ja, ich komme. 400 habe ich aufgehalten. Scheiße. Aber Achtung, sie fangen mich da ab mit 5.000. Das ist die Verbündeten kommen aber, mal schauen, ich gehe zu denen. Ne, die kommen doch nicht, die KI kommt nicht. Du machst komische Geräusche das gerade. Das ist richtig blöd. Ja, aber jetzt schmiert. Genau, richtigen Moment. Ja, das ist gerade schlecht, was hier gerade passiert. Hört man mich noch? Ja, ich höre dich. Das ordnest du auch noch. Den habe ich verpeilt. Eieiei. Denzel kommt von unten, Leute. Ja, aber der ist nur. Der kann nur gegen Maurice oder so. Das ist irgendwie. Mir wurde gerade geschrieben, Maurice ist RIP. Hä? Hört man mich jetzt? Jetzt wieder, ja. Ich sag nur den Leuten Bescheid. Nur, dass ihr euch nicht wundert, Maurice Internet ist gerade gerippt. Deswegen haben wir kurz pausiert. Jetzt, wo wir gerade gewinnen. Ja, ich habe nur Pause gedrückt. Wir müssen, glaube ich, nicht neu laden. Aber mir hat mein Chat auch gerade gesagt, dass sein Stream auch gerade RIP gegangen ist. Ich guck mal eben, was Sache ist. Ich? Bist du wieder da? Ich starte meinen Stream nochmal. Bei mir ist der Stream abgerödelt. Jetzt müsste es aber alles wieder gehen. Ja, sagst du denen unten dann Bescheid? Jawohl. Moment. Ah, Maurice, ich weiß, wo das Problem ist. Einfach mal. Durch meinen Tod bin ich nicht mehr im Bündnis mit Maurice gewesen. Das war das Problem. Ah. So, da bin ich wieder. Wo ist das Problem mit Denzel und so? Ich habe dir ein Bündnis angeboten, jetzt. Ich war nicht mehr mit dir im Bündnis. Das war das Problem. Ich habe wieder gestartet, ne? Jawohl. Bündnis ist da. Jetzt müsstest du reingehen können. Wir haben ja eigentlich alle Schlachten gewonnen, oder? Nee, einer haben wir verloren. Ich bin da oben rein, Leute. Ich brauche eure Hilfe. Oh, ich komme. Nein. Scheiße. Ja, ich war quasi drauf gedrückt, dass ich dir helfe. Ja. Aber das könnten wir schaffen. Ja.
Kriegsbeitritt. Scheiße, scheiße. Passivischer Anspruch an wen? Das ist so knapp, oh Gott. Minus 7. Sein Dude ist halt besser als unserer. Was ist denn da unten noch für eine Armee? Erst meine, die zieht weg. Ach, die flieht, okay, die wird verfolgt. Ja, aber wir rächen dich gerade. Also, wenn das klappt. Ja. Das ist die andere Geschichte, das muss halt klappen. Ja, sieht doch gut aus. Ich habe jetzt noch ein bisschen Söldner geholt. Kann ich auch noch machen, ich habe noch gut Geld. Dankeschön, Strips, für den Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Oh, alles gut. Danke, danke, danke schön. Das ist total nett. Wir haben mich jetzt hier hübsch verfolgt. Die 6500 sind abgelenkt. Währenddessen belagern wir. Haben da oben gewonnen. Ja. Und belagern vielleicht die Hauptstadt. Ja. Ja, nicht alle, ne? Ich zieh weg. Alle, ja. Okay, ich hol Söldner nochmal. Ich belagere die Hauptstadt von Kastalien. Das ist nämlich direkt daneben. Ja, ja, okay. Weiß nicht, ja. Das ist halt der andere Krieg, ne? Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den einen Krieg. Aber wenn wir eh da sind, kann Pia das auch machen. Also, weil die belagern bei mir auch gleich die Hauptstadt und mit Glück ziehe ich da vielleicht einen Erben oder so raus, weil sie werden es bei mir auch probieren. Da ist die 4000-Armee, die können wir jetzt anfechten, die ist deine Ecke. Und ganz viel Spaß hier weiterhin, Dankeschön, Dankeschön. Da kommt mehr, da kommt, was ist das? Ungarn-KI von links. Ja, die müssen wir erledigen. Die haben jetzt den Verschiffungsmalus, warte mal, vielleicht. Ja. Das ist jetzt der Moment eigentlich, wo wir die Armeen jetzt... Ja, wir kommen nicht rechtzeitig hin. Der Verschiffungsmalus ist gleich wieder weg wahrscheinlich. Ich habe ja auch gerade nur die Söldner. Die vereinen sich jetzt da oben. Das wird jetzt eine 7000er Armee. Ich kann mir halt leider keine Dings leisten. Du musst da wieder zurücksteigen wollen, glaube ich. Die schneiden dich da ab. Oh ja. Wenn sie da jetzt von links kommen. Gut, dass du es gesehen hast. Die kommen jetzt da oben rechts. Und da kommt Steinwall nicht mehr rechtzeitig hin, glaube ich. Frage, wo sie jetzt hingehen. So. Meine Frau ist jetzt bei dir. Ist das nicht schön? Steinwein. Ja, das ist toll. Ich hab... Freu dich doch über die Hochzeit. Jetzt kommen sie wirklich von beiden Seiten. Wir müssen diese Armee links kriegen eigentlich. Dann lass uns auf die gehen. Rechts kommt Denzel. Das ist zu klein, glaube ich, für... Lass lieber die Hauptstadt zu Ende belagern. Nee, aber rechts kommt Denzel. Ja, wir müssen. Rechts kommt Denzel mit 6000 Mann. Ja, ich komme unten mit auch 6000. Ja, dann lass uns die links abfangen, bevor Denzel damit reingeht. Ja. Boah, das wird so knapp. Ja, okay. Das ist tatsächlich Gebirge für uns. Weil wir die Burg schon haben. Ja. Das ist eine Gelegenheit. Ich habe auch gleich die Hauptstadt. Ich hoffe, ihr zieht da mit rein. Ne? Wir ziehen raus. Das Problem ist, ja, die Hauptstadt. Okay. Sehr gut, jetzt rein. Komme. Oh mein Gott. Denzel kommt aber von rechts, das wird richtig hart. Ja, ich bin gleich mit 5000 Mann da. Ja, aber der ist zu langsam. Der hat einen Schwenker nach oben gemacht, das ist sein Fehler. Geil. Scheiße, da stehen noch meine 1200, die habe ich vergessen. Kommen jetzt auch noch. Ja, das ist sein Fehler, damit haben wir die weg. Und dann drehen wir um auf Denzel und zerschlagen den. Ja. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Und die Hauptstadt haben wir ja auch. Jawohl. Ich habe übrigens seinen Banner geklaut. Müssen wir bloß das Kriegsziel noch haben, damit wir ihn den Sieg erzwingen. Okay, gehen wir auf Denzel jetzt? Ja. Also komplett. Ja. Komplett, der kommt auch rein. Auf ihn. Pass auf, da ist ein Fluss, ne? Und der will oben ins Gebirge. Aber wir sind, glaube ich, zahlenmäßig so stark, dass wir auf den Fluss vielleicht scheißen können. Ich weiß nicht genau. Gehen wir auf die andere Seite vom Fluss? Ich habe halt keinen Achtung, so krassen... Da kommt noch mehr, Achtung, 4000, Kroatien. Das verliert aber auch gerade schon an Versorgung. Ja, die verlieren alle an Versorgung gerade. Gehen wir in den Fluss rüber. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Kriegsziele gehen, aber naja. Ja, lass vielleicht warten, bis die Kroaten da... Jetzt haben wir 15.000 Mann. Komm, wir gehen auf Denzel. Auf ihn. Wir gehen drauf. Okay, wir gehen drauf. Ja. Oh, oh. Er sagt mir jetzt eine... Gut, die kriegen Zermürbungsschaden. Ah, verdammt. Hast du runtergedreht? Ja, ich hab runtergedreht. Komm mal, wir sind zu spät. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Das ist hart. Das ist eine Doppelschlacht.
Ja, wir verlieren die eine und gewinnen die andere. Oh, das ist nicht gut. Du hast nach unten gedreht. Ich hab nicht nach unten gedreht. Du musst mir Bescheid sagen, wenn du nach unten drehst. Ja, du hast gefragt und ich habe ja gesagt. Ja, aber da hatte ich ja schon anders gesetzt. Ihr schafft ja die Schlacht und könnt dann nach links. Ja, aber trotzdem, das ist ja trotzdem nicht gut. Ist auch mal scheiße. Ich hab den Orden vergessen. Zieh den Orden rein. Hinter uns kommt nochmal 3600, Leute. Aber über uns kommen nochmal 1600. Oh mein Gott. Nein! Diese fucking Ordenstruppen. So, jetzt hier gleich wieder rein in die andere. Ich hab ja Sepp gefangen. Du hast Sepp gefangen? Ja. Behalte ihn in deinem Kerker. Er wollte mir gerade eine Auslösung anbieten für 1100. Aber, also für 111, aber nee. Was für ein Tag. Sepp, du bleibst jetzt in meinem Kerker. So, wir haben doch jetzt hier einigermaßen die Kontrolle, würde ich sagen. Ich werde jetzt auch mal hier Sepp noch in den Dungeon verlegen. Oh mein Gott. Was steht da für eine unbeteiligte Armee noch rum? Leute, geht ihr da direkt wieder rein? Ja, aber nicht über den Fluss. Na, scheiße. Bewegt ihr euch? Ja, oben rum. Nicht über den Fluss gehen. So, ich komme wieder mit meinen Leuten. Aber er hat da jetzt Gebirge, das ist auch doof. Im Gebirge möchte ich eigentlich nicht so gern kämpfen. Eigentlich sind wir zahlenmäßig mega überlegen, ne? Bin mir nicht sicher. Wollen wir dann ins Gebirge gehen? Was meint ihr? Ich weiß nicht. Der flieht halt, der Narr. Können auch weiter belegen. Wir können auch den unteren da holen. Den Ungarn. Ja, den sollten wir auf jeden Fall wegsnacken, ja. Absolut. Weil wenn der mal weg ist, dann ist er weg. So. Leon ist schon wieder aufgeteilt. Warte mal, was ist das denn wieder für ein Scheiß? Weil er ist gestorben, er ist jetzt ein kleiner Typ. Oh, Sepp ist aus dem Gefängnis entkommen. Ich bin enttäuscht. Okay, 51%. Wer geht da von uns auf so... Ist ein Verbündeter irgendwie? Ja, das ist ein irgendein KI-Typ. Ja, das Problem ist jetzt, gehen wir jetzt aufs Kriegsziel. Was ist jetzt eigentlich noch das Kriegsziel? Da oben. Das heißt, wir kriegen gar nicht. Ich glaube, ich belagere da jetzt. Wohin gehst du denn? Ah, du gehst nach oben, jawohl. Es fing alles so gut an für Leon, wird bei mir im Chat geschrieben. Ja? Ja. Ich krieg den vielleicht abgefangen, ne? Ja, wollen wir den? Ja, klar wollen wir den. Okay. Das ist die Hauptarmee von Denzel, oder? Nee, von Leon, von Coppelius. Nee, der ist weg. Nee, den krieg ich. Den krieg ich. Die eine Hälfte, ja, ich hab den. Das Problem ist Staub. Ja, das ist... Ja. Alter, die fangen jetzt an, meine Frauen zu töten aus Frust. Wow. Aber die da sind, das ist... Ja, aber du kriegst aber den ja dann. Aber das schaffen wir. Ist doch super. Ja. Okay. Wie die einfach meine Frauen da jetzt töten, die können halt überhaupt nichts dafür. Diese Monster. Das zeigt, dass unser Krieg gerecht ist. Das ist auch offensichtlich, ja. Scheiße, ich habe ja noch eine Armee da unten. Der Klassiker. Den Orden vergesse ich. Da ist eine echt schöne Albino-Zwillingsfrau. Ich glaube, die ist von dir, Maurice. Ich habe da mal eine Anfrage geschickt. Ja, voll. Und ja noch eine verbündete 4000er-Armee. Ja, geil. Ja, das ist meine. Die wurde ja zurückgeschlagen vorher in unserer komischen Doppelschlacht. Ich würde jetzt mal Denzels Hauptstadt mir snacken. Ich fände es gut, wenn wir einen Krieg erstmal beenden. Und den würden wir ganz einfach beenden, indem wir dieses scheiß zwei Burgen hier erobern. Ja, dann holen wir die. Einer muss jetzt auf La Coruña gehen und einer auf Astorga. Ich gehe auf Astorga. Das andere ist das oben, oder wie? Corona. Ich bin schon auf Coruña, jawohl. Okay, dann stelle ich mich da so hin und gucke schlau. Gucke schlau. Schön. Ich weiß noch nicht, ob das so klug ist, dass ich einfach jetzt schon wieder eine neue Frau geholt habe, obwohl ich schon 12 Kinder habe und eine meiner Frauen gerade noch schwanger ist. Ach. Wo die Liebe halt hinfällt, Pia. Du hast deiner Leidenschaft bist du gefolgt. Gut. Wenn du sagst, dass es die Leidenschaft war, dann war es wohl die Leidenschaft. Ja, kannst du mir da voll die Leidenschaft. Haha, was ein Wortwitz.
Der will mich dann jetzt hier zu irgendeiner zum Fest mal einladen. Danke für den Raid, sagt die Schuh. Das ist sehr nett. Und Hallöchen an alle. Was habt ihr gemacht? Ein wunderschön. Ist das und da hallo. Auch eine Burg? Irgendwie ist Frankreich auch ziemlich im Stress. Guck mal, Sepp hat einen Auflösungskrieg und einen Unabhängigkeitskrieg am Hals. Guckt euch mal Frankreich an, das ganze Land brennt. Ja, das ist halt Frankreich, ne? Ich hab's euch gesagt. Ich will es ja nicht sagen, aber ich hab's euch gesagt. Die Franzosen, die haben ganz eigene Probleme. Hallo, Sakisho, ein wunderschön. Ich war ein Skeptiker, Pia, ein Pessimist. Alejandro. Du kennst mich ganz schön. Ja, vor allem auch zweimal, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Dankeschön, Division of Space, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ja, danke, ich habe 9 von 5 Domain-Chat. Das muss uns nicht nervös. Ich habe 2 von 7. Meine Erbfolge war nicht nett zu mir. Aber ist schon richtig, wir gehen mal das ab. Ich habe schon wieder einen Sohn. Ich habe so viele Kinder. Ich habe fucking 13 Kinder. Ihr passt ein bisschen auf, wenn da was passiert. Ja, ja. Coppelius hat pausiert. Möglicherweise ist irgendwas passiert. Jetzt sagt er uns ja gleich Bescheid. Wir haben wahrscheinlich in Frankreich schon die Guillotinen eingeführt und haben ja Probleme. Ich glaube, Coppelius bereut auch gerade so ein bisschen seine Enklave oben links neben Frankreich, wenn er da so rüberschaut, wie das Land im Chaos versinkt. Okay, ich denke, das war ein guter Move, dass wir rechtzeitig, dass wir selber Initiative ergriffen haben. Ja. Das war das einzig Richtige. Statt weiter zu warten, bis sie Bündnisse aushandeln und so. Ja, das ging ein Bündnis nach dem anderen. Das ging richtig krass. Und dann ist halt mein Typ gestorben, der das Ränkespiel hatte, um die aufzubrechen. Dann hatten wir eh keine andere Option mehr. Ja. Ja, aber ich finde, wir haben das insgesamt von vorne bis hinten relativ smart gehandhabt. So zu guten Zeitpunkten angegriffen und hallo Molly. Nicht übermäßig gewebert. Nicht übermäßig gewebert, das ist schön. Ja. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Oh, Coppelius ist raus. Ich gehe mal rüber, was da ist. Ja, guck mal, was da los ist. Ich muss mal ein bisschen Haschisch nehmen. Ist dein Stresslevel auch so hoch? Ja, ich bin richtig hoch, ja. Aber das ist auch mächtig bei dir. 7994, ja, heilige Scheiße. Ah gut, aber da ist auch nochmal Söldner und Kriegsorden drin, aber trotzdem. Ja. Wild, wild, wild. Vor allem, dass du halt nur -3 Gold machst, finde ich halt beeindruckend. Ja, das ist sehr reich hier, die Gegend. Schon eine wilde Geschichte. Chat sagt recht, es ist noch nicht vorbei. Die könnten theoretisch mit ihren ganzen Verbündeten gleich noch einen Krieg erklären. Die Frage, ob sie wollen. Naja, das geht eigentlich nicht, weil, also, Sepp kann keinen Krieg erklären, weil er selber in lauter Kriegen drin ist gerade. Also bei ihm brennt halt alles. Von Coppelius ist halt nichts übrig, was einen Krieg erklären könnte. Und ja, Denzel könnte theoretisch, aber Denzel hat nur 3 Gold und macht -0,2. Das heißt, wenn der Krieg hier lang genug geht, ist er verschuldet und dann kann er auch keinen Krieg erklären. Ja. Also das ist so, wir sind in einer halben Stunde durch für heute. Also das wird noch sehr, sehr schwer, wenn die da versuchen, heute noch mal einen Krieg zu starten. Ja. Und Steinwein ist reich. Ja, geht so, ne? Ich hab noch 120 Gold. Reich, sag ich euch. Reich ist er. Bist du eigentlich jetzt mit deinem Main-Focus auf YouTube oder auf Twitch unterwegs, Steinwein? Ich bin immer noch ganz traditionell YouTube. Also ich würde sagen, 80% mache ich YouTube. Ach krass. Twitch ist nur so Hobby. So fast. Also anderthalb meiner Woche streame ich. Jeden Donnerstag und jeden zweiten Freitag.
Aber sonst klassisch. Krass. Video-on-Demand-Content. Also ja. Richtig klassische, lange Let's Plays. Ja, aber auch, also muss man auch mal ganz ehrlich sagen, mega wild. So, wenn du nur alle 1,5 Mal Wochen streamst und dann bist du bei so einem Event und hast 1800 Leute da, dann vielleicht solltest du öfter Crusader Kings 3 streamen. Ja, kommt schon so oft. Meine, wenn ich, es ist halt, dass wenn man wenig streamt, ist es halt was Besonderes. Und das sind schon so 500 und 1500 sind schon immer da. Schon geil. Hm. Einfach öfter Crusader Kings 3 spielen. Wir brauchen mehr Crusader Kings 3 Streamer. Das ist. Ich mache halt ja, ich mache halt YouTube-Videos, halt so ewig lange Serien. Da gucken halt, naja, so, da habe ich 10.000 bis 20.000 Views auf jede Folge. So innerhalb der ersten 2-3 Tage. Das sind halt so 200 Folgen lange Serien, so, ne? Holy shit. Also, das ist auch halt eine komplett andere Art und auch ein anderes Publikum, die das, glaube ich, auch schätzen, dass sie halt so wie so eine Daily Soap einfach zum Einschlafen in einer halben Stunde schauen. Das ist halt ein komplett anderer Content. Auf jeden Fall. Aber coole Sache, auf jeden Fall. Ich habe jetzt ganz frisch erst mit YouTube angefangen und ich muss sagen, also jetzt nach 7 Jahren Main-Twitch-Fokus und jetzt gerade erst... Hallo, war wieder ein Bug bei Coppelius. Ah. Logen gewesen. Aber jetzt ist er wieder da und das heißt, ich mache weiter. Okay. Und übrigens, bestätigen, sie haben gesagt, wir waren ungefähr 10 Minuten zu früh und sie waren sehr zerknirscht. Also, das war genau der richtige Schachzug. Das war ein Winner-Move. Nice. Nee, aber um den Satz fertig zu bringen, also jetzt nach 7 Jahren fange ich quasi gerade frisch mit YouTube an und ich muss sagen, ich finde das so wild, Aufnahmen zu machen ohne einen Chat. Ich erwische mich die ganze Zeit dabei, nach dem Chat zu suchen und zu sagen, habe ich schon eine Interaktion? Ah ja, schau ja niemand zu. Ja, es ist eine komplett andere Form, deswegen trenne ich auch, sag ich mal, die Formate krass. Also ich mache jetzt Let's Play im Stream weiter, weil du halt viel erzählerischer drauf bist. Du bereitest dich auch anders vor. Also ich bereite mich relativ intensiv auf so Aufnahmen vor, weil ich richtig Storytelling machen kann. Das ist alles im Stream ja komplett anders. Bei mir ist es auch lustig, weil ich ja nochmal eine andere Perspektive habe. Ich habe zwar schon viele YouTube-Videos gemacht, aber halt die klassischen so geskripteten 10-Minuten GameStar-Test-Videos. Und als dann neulich Henno kam und gesagt hat, hey Maurice, hast du Bock mal so eine Uncut-Aufnahme zu machen für meinen Kanal? Ich hatte einen gesagt, voll geil, voll gerne, voll die coole Einladung, aber ich habe viel YouTube gemacht, aber sowas auch noch nie. Mhm. Und Streamen ist ja für mich auch noch relativ neu. Und ich sag's da auch so, okay, ich hab das Gefühl, ich habe gerade ein stinklangweiliges Video. Ich hoffe, es ist irgendwie unterhaltsam. Das Siedler 7 Ding, oh Gott, ist auch viel zu lang geworden. Ich wollte eine Stunde machen, sind 2 geworden. War auch für mich so, okay. Ich habe mein Bestes gegeben, neue Form. Und, Pick ist gewonnen. Jawohl. Nice, schön. Der andere ist noch am Start. Jetzt gehen wir auf die Hauptstadt von Denzel. Ich habe gerade in einem Brainfart aufgelöst, aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, weil ich sie neu aushebe, weil meine Armee war auf 1600 runter. Dass ich das nochmal frisch neu aushebe. Weil mit 1600 kann ich eh nicht wirklich was für euch machen gerade. Ja. Ich habe auch totale Zermürbung. Ich muss auch was tun. Ich kann hier noch nicht weiter angreifen. Jetzt kommt das Heilige Römische Reich tatsächlich da oben. Oh, da müssen wir aufpassen. Das sind schon 5000. Ich bin überhaupt nicht kriegsfähig tatsächlich im Moment. Oh, ja, dann lasst uns mal zurückgehen und uns neu formieren und dann nochmal reingehen. Ja. Formiert ihr euch gerade neu? Weil dann warte ich noch kurz und ihr sagt mir, bis wann? Weil dann würde ich nochmal warten, bis ich so 2000 habe. Ja. Na, eh du bei uns bist. Ach, die kommen, ne? Ja gut, dann muss ich jetzt. Ja. Das hilft nix. Dann muss ich jetzt. Achtung, Steinwallen, ich glaube, oder bist das du, der da gerade in das Heilige Römische Reich reinrennt, da oben rechts? Ach, scheiße, meine... Oh, was ist denn mit denen los? Ablenkung. Das sind mal wieder die Ordenskriege, die ich vergessen habe. Also ich bin in 40 Tagen wieder am Start und wir sind komplett fresh. Geil. Huch, nein, nicht da lang. Jedenfalls, ich finde das tatsächlich auch lustig, Pia, so in was für einer gegenteiligen Situation wir beide gerade so ein bisschen sind. Ich habe ein Problem. Die verfolgen mich. Schaffst du die Kurve zu mir rüber?
Also ich meine, eigentlich müssten wir die Armee doch kriegen. Wir sind ja hier 10.000. Wenn das Heilige Römische Reich kommt, ist nur runter. Und Kroatien ist da auch. Ich habe so einen Mega-Malus, wenn ich kämpfe. Ja, wegen der Zermürbung, ne? Ja. Ich muss mich jetzt mal irgendwie teilen. Ja, wir müssen hier so ein bisschen zurückziehen ins Hinterland. Ich komme mit frischem 2000 wieder von der Seite. Ja, gut. Ich wünschte, ich könnte euch mehr bieten, aber ich bin so aufgerissen worden. Und ich habe auch einfach immer noch keinen... Also ich habe halt so Geldprobleme. Das ist bei mir so ein bisschen der Struggle. Jetzt ist tatsächlich... Haben wir ein Problem, weil jetzt sind die Verbündeten endlich da von ihnen. Das sind jetzt halt hier 16.000. Das können wir überhaupt nicht matchen gerade. Ja, aber wenn die da runterlaufen müssen, dann zermürben die. Ja. Aber es geht doch immer noch um dieses scheiß Scheichtum. Ja, ich habe ihnen schon Kapitulation angeboten, aber das muss ja Denzel auch annehmen. Und er war smart genug, das nicht zu tun. Ja, soll er sich da erstmal ein bisschen aufreiben oder das Scheichtum ja. Was sind da mit frischen 2000? Ja gut, ich habe 4000, Steinwallen hat 5000 da und nochmal 1500. Wer hat denn den besten Angreifungsbonus gerade? Weil ich denke mir halt, also ich bin mir nicht sicher, wie das ist, aber... Zählen nicht nur die Mali und die Bonusse von der ersten Armee, die reingeht? Das heißt, die Zermürbung von euch müsste egal sein, wenn ich als erstes reinlaufe. Dann zählt es, als wäre es frisch. Ja, beim Anführer ist es definitiv so. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher. Es kann sein, dass du recht hast. Aber Steinwallen lädt sich jetzt auch gerade wieder auf. Ja, meine Zermürbung ist jetzt auch weg. Ah ja, dann ist entspannt. Mi hier. Ja, das richtig Passende ist, ich habe halt jetzt richtig schön passend noch ein Dynastievermächtnis. Und das würde ich jetzt natürlich hier nochmal in Haus von Kriegern packen. Ja, jetzt habe ich Kampfgeschick plus 2 und Ritter-Effektivität nochmal 15% hoch, weil man gönnt der sich Gegner ja sonst nichts. Ist auch darbend. Also wir können jetzt langsam wieder hochmarschieren. Ja, ich bin jetzt wieder frisch. Ich habe ein Artefakt ein gereifter Käse-Artefakt bekommen. Das Heilige Römische Reich geht gerade aufs Meer, da ja, links. Das ist super. Dann können wir jetzt rein, mal noch nicht, bis die auf dem Meer sind. Ja, die kommen, landen irgendwo bescheuert dann. Genau, und dann überfallen wir die Säcke hier, während ihre Verbündeten sie im Stich lassen. Oder fangen sie ab, wenn sie an Land kommen. Genau. Und eine schöne Zermürbung haben. So, also, jetzt können wir da rein, glaube ich, oder? Ja, wir gehen da rein. Weil die gehen irgendwo jetzt, landen irgendwo ganz woanders. Boah, ich würde mich so ärgern, ne, wenn ich die wäre und dann auf dieses Heilige Römische Reich vertraue und das dann so ein... Ich gehe da jetzt rein in die Schlacht. Ja, ich bin da dabei. Das ist, aber es ist ja oft so, leider. Also ich habe auch schon oft darunter gelitten. Die gehen jetzt auf Fullstack rein. Ziehen sich jetzt zurück. Okay. Geil. Ey, plus warum geh ich denn nicht rein? Auf. Mit meinem 27 Angreifer. Jawohl. Ja, das ist glorreich. Das ist sehr, sehr glorreich. Weil die KI-Verbündeten gehen alle rein. Denzel ist smart genug zu checken, dass er es nicht sollte. Naja, aber es kommt, das Heilige Römische Reich kommt zurück. Ja, aber das aber ist ja perfekt. Aber die laufen alle einzeln rein. Da steht noch eine einzeln. Da steht noch alle einzeln. Geil. Das ist glorreich. Die müssen sich gerade so aufregen. Das, oh mein Gott, ist das schlimm. Ich fühle mich so dreckig. Das ist so schlimm. Ja, dann würde ich mal sagen, ausschwärmen. Ja, ja. Ja, Denzel, jetzt ist deine Hauptstadt dran. Ich fühle mich so dreckig. Aber da können jetzt auch wir nichts dafür. Wir haben fair gespielt. Wir haben wirklich fair gespielt. Ich meine, wir haben ihn dann Frankreich gelassen, wir haben nicht weiter drauf gedingst, wir haben neu geladen, als Sepp gewebert hat. Also, wir haben uns dazwischen das Einzige, um das Kalifat bemüht. Wir haben fair gespielt. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass halt, man könnte argumentieren, hätten sie doch den Kreuzzug machen dürfen, aber... Da habe ich Gott mal gesagt, das dürfen sie nicht sagen. Das stimmt. Ja, aber das wäre auch, also das wäre ja auch wirklich OP gewesen, weil wir hatten den Kreuzzug ja auch nicht zur Auswahl. Also... Ja. Dann... Das stimmt. Das...
Gehen wir da direkt rein? Weil ich will nicht vorlaufen, weil du hast einen Stecker von Angreifer, weiß ich. Ja. Wo gehen wir hin? Da oben ist viel Armee. Auf die Hauptstadt, ne? Ja, perfekt. Sind in Frankreich für Sepp. Okay, er schafft das alles. Er schlägt diese ganzen Kriege alle nieder. Wer belagert die Hauptstadt? Ich würde jetzt daneben gehen. Du wahrscheinlich, weil du Mangonellen hast, oder? Ja, okay. Ich krieg einmal Verluste. Ah, 388, ist unangenehm. Dann nehme ich hier ein, das Gebiet hier daneben. Da kann ich schnell reagieren, falls du angegriffen wirst. Die KI geht da oben aufs Meer. Ja, ist die Frage, ob wir da nicht wieder doch lieber noch erstmal die Schlacht schlagen. Und die Kroaten. Oh, die kommen sogar. Oh Gott, die kommen da. Wollen wir? Ja. Geh rein da. Dann geh ich rein. Weil die kriege ich abgefangen hier. Komm hinterher. Nein, komm, abfangen. Ja, wir haben sie. Kriegen wir. Ich habe übrigens einen Bauernaufstand. Die sind auf dem Weg zu meiner Hauptstadt. Was machen die denn da schon wieder? Das ist so schäbig, diese ehrlose Strategie. Ist schon wieder bei meiner, die nehmen schon wieder meine Hauptstadt jetzt ein. Warum eigentlich meine und nicht Denzel, und nicht Steinwallens, so? Warum ausgerechnet meine? Weil deine Nähe an ihrer Grenze liegt. Ja, und so abseits. Sie denken, da können sie uns wegziehen von. Ich bin so froh, dass ich das ausgebaut habe, das Ding. Jetzt braucht er wenigstens schön lange dran. Braucht er schön lange dran? Naja. 9 Monate. So lange braucht er da doch nicht dran. Wir holen derweil seine Hauptstadt. Ja, aber seine Hauptstadt ist halt wichtiger, ne, als unsere. Ja. Deswegen kann uns das ja egal sein. Dauert nur 6 Monate. Ich muss halt, dann sind wir auch vor ihm fertig. Ich habe 15 Kinder. Ich hab gar keinen Überblick mehr, wie viele Kinder ich habe. Ich habe so viele Kinder. So ging's mir ja auch. Ich habe auch aufgegeben, also bei diesen muslimischen Herrschern kannst du die Erbfolge, finde ich, auch einfach irgendwann nicht mehr. Also wenn du halt diese 4 Frauen hast, das geht halt nicht mehr irgendwann. Meine Erbfolge ist voll im Griff, also das ist voll fein, aber. Ja, weil du Glück hast, dass es alles Töchter sind. Nee, weil ich enterbt habe und so, aber. Ach so. Ja, ich habe auch hart enterbt. Ich habe bis zum Schluss alles, was ging, enterbt. Ich bin so froh, dass ich das ausgebaut habe, weil du jetzt einfach hier mit deinem Dings viel schneller, weil der Festungsstufe 3 hat. Und mein Ding hat Festungsstufe 6. Jetzt braucht er doppelt so lange, obwohl er vor uns angefangen hat. Mega gut. Und ich bin gerade so happy, dass ich das gemacht habe. Und Sepp auch noch gefragt hat, glaubst du, dass du belagert wirst? Mhm. Ah, dieser Halunke. Die 500 Gold waren es wert. Ja, ja. So, meine Söldner sind jetzt mal weg. Das heißt, wir sind alle ein bisschen schwächer geworden. Aber macht ja nichts. Wir haben ja den Krieg. Die Frage ist, ob wir gewonnen haben, wenn du die Hauptstadt da gleich hast. Ich habe ja oben auch noch, ich nehme ja noch eine zweite Stadt da oben ein. Das müsste eigentlich reichen. Wir sind bei 77%. Wenn wir jetzt 2 Städte einnehmen und er davor nichts von uns kriegt, das müsste Alter, reichen. Diese 500 Gold. Noch nie hat sich etwas so worth it angefühlt. Wirklich. Diese Festungs... Leute, wenn ihr mich nochmal fragt, warum baust du Festungsmauern aus? Deswegen. Wegen solchen Momenten. Vor allem in der Hauptstadt lohnt sich das eigentlich. Ja. Weil das ist das wichtigste Kriegsziel. Total. Dann musst du, glaube ich, die Forderung, ne? Ja. Genau. Dann pass auf, dass du es schnell machst. Ja. Wir sind schon bei 79, 80 und noch vor den beiden Städten. Das reicht auf jeden Fall. Das würde mich jetzt sehr wundern, wenn nicht. Ja, 96 schon ohne Hauptstadt. Ich kann jetzt auch noch Festung stimmen. 6 Tage, 5 Tage, dann fällt die Hauptstadt und dann ist es durch. Okay. Wir sind 100%. Wir haben sogar König Denzel gefangen. Genommen. Wir haben 100%. Schnell, bevor sie bei mir was klauen. Kannst du sie noch killen? Ja. Oder? Schnell, bevor sie bei mir was killen, Leute. Ja, es will gerade nicht. Ich kann nicht klicken. Nicht. Wieso entscheidet Coppelius? Wir haben doch gewonnen. Keine Ahnung. Bei mir ist es irgendwie komisch angezeigt. Ja, warum kriegt er denn nochmal eine... Denzel ist mein Gefangener. Weil du die Stadt gemacht hast. Ja. Kannst du nicht fertig machen?
Ich kann den nicht. Nee, es ist irgendwie, es ging als Vorschlag an Denzel, der jetzt bedenkt, obwohl wir 100% Ah, haben. Der nimmt die Stadt extra noch ein. Okay, dann wird er jetzt gefoltert. egal, wir haben ja, also das ist ja, Folten. Die Stadt kriegst du ja gleich zurück. Da ist halt. Und das Ränkespiel ist ja auch gleich vorbei. Also naja, jetzt hat er dann noch ein Ratsmitglied getötet von mir. Oh. Peitsche. Peitsche. Schwer verletzt. Ach, die haben eine meiner Ehefrauen, haben sie sich geklaut. Und, oh, und die Hälfte meiner Kinder. Also wirklich die Hälfte meiner Kinder. Wirklich die Hälfte meiner Kinder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wow. Kinder hat er geklaut. Sieben von 15. Ach, verdammt, ich habe ja noch einen Bauernaufstand. Ich muss mal kurz abhauen. So, jetzt. Wir haben es. Hervorragend. McDenzel. Wie frech das ist. Jetzt muss ich überlegen, welche von den Kindern ich zurückhaben möchte. Den will ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Schön, wie jetzt hier so in Coppelius Reich ist wirklich komplett zersplittert. Galizien wieder unabhängig. Al-Andalus da oben noch mit drin. Jetzt noch Galizien oder was? Oh, was hat die denn für einen schicken Pullover an? Ach nee, es ist ein R. König Bernardo. Meiner hat aus irgendeinem Grund jetzt einen Zusammenbruch. Ein bisschen Haschisch wird uns da helfen. Witzigerweise in der, ich kann jetzt nicht mehr Galizien holen, weil wir jetzt in der Aussöhnungsphase sind und auf einmal sind diese ganzen Kriegsgründe alle nicht mehr da. Der Ringenkonflikt bringt nur noch eine Grafschaft und die ganzen anderen sind nicht mehr da. Das ist tatsächlich faszinierend, finde ich, wie sich jetzt die komplette Spieldynamik ändert und man jetzt überhaupt nicht mehr so krass Krieg führen kann. Ja, stimmt. Also ich kann es auch mit Denzel noch einen Ringenkonflikt machen, um eine Grafschaft oder ein Relikt gegen von ihm zurückerobern. Gib mir meine Kinder zurück, du Geier. Der hat 7 Kinder von mir geklaut. 7. Wie kann man nur so ein schlechter Mensch sein? 7. Ich meine, immerhin sind sie gemeinsam. Er hat quasi eine ganze Schulklasse entführt. Das ist einfach frech. Also ich würde ihm jetzt gleich auch nochmal den Krieg erklären, wenn er mir die Kinder da nicht zurückgibt. Ja. Eigentlich sollte das auch ein Kriegsgrund sein, oder? Also, dass du um deine Kinder kämpfst. Ich bin verschuldet, deswegen. Mhm. Und er bedenkt auch schon einen Vorschlag von mir. Ich habe um eine meiner Tochter gefragt und er überlegt gerade sehr lange. Er könnte die natürlich jetzt auch alle mit einem Schlag einfach hinrichten. Ne? Das wäre halt auch heftig. Aber 7 Kinder von mir töten. Heilige Scheiße. Ja, das ist abgelehnt gerade. Ne? Oder warum sind wir jetzt bockig in dem anderen Chatroom? Ich weiß auch nicht. Wir können auch gerne rübergehen. Ich weiß nicht, ob die noch irgendeinen Krieg planen. Ich sehe gerade, dass Denzel auch irgendwie einen Krieg gegen Böhmen hat. Okay. Ja, dann lass uns mal fragen, wie es aussieht bei denen. Ja, wir können mal gerne alle einfach rübergehen. Sie und so. Denzel, warum hast du die Hälfte meiner Familie geklaut? Was ist denn da los? 7 Kinder von mir geklaut. Das war mein Plan. Ich wollte noch, was ich dachte, dass die einzige Chance ist, dass ich noch irgendwo eine Hauptstadt einnehme. Eigentlich wollte ich dich, Pia, aber dich habe ich nicht gekriegt. Ich habe mich absichtlich in meine Armee gesetzt und ich habe absichtlich, bevor der Krieg begonnen hat, meinen Erben eine Grafschaft auf einer Insel gegeben, damit, wenn das passiert, du mein Erben nicht bekommst. Verdammt. Du hast die ganzen komischen anderen Kinder, von den 15 die Hälfte. Ja gut, ich habe alle Register gezogen am Ende. Leider hat es nicht gereicht. Auf jeden Fall, aber es war sehr lustig. Ja, wir würden das GG anbieten, glaube ich. Jawohl. Ja. Ja, ja, ja. Witzigerweise, ich war mir unsicher am Anfang, ob
Teams das Ränkespiel eher verlangsamen, weil dann so zwei Blöcke, die nicht viel machen. Es hat es jetzt fast sogar dynamischer gemacht, weil es schneller an den Punkt ging. Und auch der recht enge Platz war, finde ich, durchaus spannend. Also es war eins der kriegerischeren Ränkespiele soweit. Auf jeden Fall. Und ich fand es mal wieder, was ich finde das immer so cool in diesem Spiel, die unterschiedlichen Ansätze, wie halt Sepp sich sofort in Frankreich reinsetzt und ernsthaft noch König davon wird und Coppelius in die halbe Welt rausschippert für irgendwelche sonderbaren Bündnisse und Pia brutmuttert wieder, ohne überhaupt was zu tun dafür. Und also Denzel machen wir nicht einfach weiter, mal wieder. Habt ihr noch ein Ziel oder so? Irgendwas Großes? Ich habe gerade noch ein Ziel. Also warum nicht weiterlaufen lassen? Ja, nee, gerne. Und Denzel wieder von Anfang an mit starker militärischer Hand und Steinwallen als der Loki-Genozid-Advokat, der irgendwie das immer hinter seiner freundlichen Fassade verbirgt. Aber ich muss jetzt wirklich abschließen, das ist ja jetzt vorbei. Ich würde jetzt gerne wissen, wer meine Frauen getötet hat. Also Coppelius hat ja mindestens eine getötet. Also ich war es ehrlich nicht. Ich hab viele andere umgebracht. Ich habe keinen einzigen getötet von dir. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin wirklich komplett ehrlich in der Sache auch gewesen. Und ich habe auch jetzt in der kleinen Runde auch noch einmal nachgefragt. Ich habe nur zum Schluss hin, wo mir das schon sehr oft dann irgendwie vorgeworfen wurde, tatsächlich mit dem begonnen erst. Und ich glaube, es waren dann wirklich zwei Personen, die ich dann wirklich ermordet habe. Aber mehr nicht. Und wie viel warst du, Steinwallen? Nein, definitiv übrigens nicht. Nur kurz, es ist gerade wieder Pause. Ist das beabsichtigt? Ich glaube, Coppelius ist wieder rausgeflogen. Kann das sein? Dann lass doch aber Sepp mal noch hier, weil ich sehe gerade, Sepp wird erst. Ich möchte mir jetzt noch England holen. Das habe ich die ganze Zeit vorgehabt, aber ich wollte lieber gegen euch spielen, als Europa zu erobern. Sepp wird ernsthaft noch König von England. Ja, das konnte ich die ganze Zeit machen, aber ich wollte lieber mit euch Krieg führen. Ja, dann macht das noch fertig. Jawohl. Soll ich auf mal drei gucken. Vielleicht dann war das die KI, die ja, meine Frauen getötet hat? Aber wieso die ganze Zeit deine Frauen? Also ich habe einfach irgendwie 4 oder 5 Frauen heute verloren. Und zwar halt wirklich auch unter mysteriösen Umständen. Also so, dass du wirklich weißt, dass sie hingerichtet wurden. Und ich war davon überzeugt, dass irgendjemand von euch sich denkt, oh ja, der Brutmutter, der mache ich einen Strich durch die Rechnung. Weil ihr habt doch immer, also es sind auch immer die besten Frauen gestorben. Ich habe jegliches Vertrauen in alle verloren heute. Aber umsonst, muss man wirklich sagen, weil anscheinend wirklich keiner. Also ich glaube, ich habe nicht einmal, glaube ich, eine Frau von dir ermordet. Frau, glaube ich, keine einzige. Es war dann nur eben ein Sohn dabei und eine Person habe ich ermordet, um ein Bündnis aufzulösen. Das sind die einzigen zwei Personen, also keine einzige Frau von dir. Ah, mein Chat hat bei mir gerade auch gesagt, nee, nicht bei mir, ich habe, nee, bei Steinwein hat Chat geschrieben, Nebenfrauen töten Hauptfrauen. Das könnte auch sein, dass die Nebenfrauen sich untereinander getötet haben. Oh Gott. Was? Oh Gott. Das ist ja schlimm. Okay, das ist witzig. Schwierig. Ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. Ja, man will halt Hauptfrau sein. Dankeschön, logisch. Lord Philippa, für die 7 Monate. Hat jetzt viel Spaß hier weiterhin. Wirklich? Will man das? Will man nicht. Ja, offensichtlich. Dankeschön. Also ich wüsste es jetzt nicht, aber... Dann wird man getötet. Ja, gut, dann, das stimmt, dann ist man die Nächste in der Linie. Mich würde mal jetzt mal interessieren, ich meine, witzigerweise, wir haben jetzt tatsächlich gemerkt, dass diese Ringenmechanik offensichtlich auf was Längerfristiges ausgelegt ist als das Ränkespiel. Aber man sieht jetzt, finde ich, wie massiv die sich auswirkt, weil jetzt sind wir in der Versöhnung und jetzt sind plötzlich all diese krassen Kriegsgründe weg. Und du musst völlig anders spielen. Also ich finde tatsächlich, dass diese Mechanik echt einen coolen, interessanten Eindruck macht. Ja. Ich finde, das ist genauso wie bei den Wikingern und bei den Engländern halt ein ganz geiler Start. Du kannst halt super easy Krieg beginnen. Und nicht, du musst erst einen Anspruch fingieren, dann das, dann das. Das finde ich halt anstrengend bei den anderen Sachen immer. Und da, das geht ja dann echt easy peasy, ist nice. Und es hat halt auch einen geilen Charme einfach. Weil das einfach was wieder das außergewöhnlich macht, dass man in Spanien startet. Das ist nicht, oh ja, okay, starte ich jetzt in Frankreich, Spanien oder England, ist egal, es ist überall das Gleiche, sondern du kriegst halt so speziellere Sachen. Du weißt jetzt, wenn du mit den Wikingern spielen möchtest, dann erwartet dich das und das. Wenn du jetzt in Spanien startest, erwartet dich das und das. Das finde ich halt super cool. Ja.
muss mal dringend aufs Klo, bin gleich wieder da. Jawohl. Ja, ich würde auch tatsächlich ziemlich frech mich für heute schon verabscheuen, weil ich streame jetzt mittlerweile seit 13 Stunden. Und ich bin eigentlich krank und ich würde mich jetzt in meine Badewanne setzen, weil ich merke, ich bin komplett heiser. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Das war echt sehr cool. Danke für die Einladung. Dann sage ich dir, wie immer, Pia, ganz vielen Dank, dass du dabei warst. Erst recht, dass du dich aufgerafft hast, obwohl du krank bist, zu diesem fetten 8-Stunden-Monster-Ding. Massiver Respekt. Und ein glorreicher Sieg für den wahren Glauben. Wir haben sogar noch unser Glaubensoberhaupt, dass wir jetzt hier unseren Steinballer, der das jetzt hier bezeugen kann. Danke, dass du dabei warst. Es war wie immer ein Fest. Und wir sehen uns ja Freitag auch schon wieder. Jawohl. Von daher dir einen schönen Abend und bis bald. Dankeschön.